Hast du Bock auf Neuigkeiten von Odenwolf? Dann bleib dran. Ja, ihr habt richtig gesehen, es gibt wieder was Neues bei Odenwolf. Und zwar das W-Mini. Beide Messer verfügen über einen schönen griffigen Griff mit schöner Struktur aus dem TPE-Kunststoff, den wir schon aus der W-Serie kennen. Ebenfalls bei beiden Messern gleich ist natürlich die Full-Tank-Bauweise. Das heißt, ein Kern, der komplett bis hinten zur Öse geht. Das heißt, wir haben hier ein richtig stabiles, kleines Messerchen. Im Lieferumfang enthalten ist ein Stück Paracord, damit ihr euch das um den Hals machen könnt und das Ganze als Neckknife tragen könnt. Sehr praktisch. Ebenfalls enthalten ist so ein durchbohrter Feuerstahl, den könnt ihr euch dann mit um den Hals hängen und so ein Schaber, um den Feuerstahl ordentlich bedienen zu können. Ich habe mir das Ganze hier mal an meiner Scheide gemacht. Und zwar so, dass ich mich mit dem Ring hier, weil er ein bisschen scharfkantig ist, natürlich nicht verletzen kann. Gefolgt hier von dem Feuerstahl und so trage ich das Ganze um den Hals. So habe ich natürlich immer so ein kleines Feuerstarter-Set für den Notfall dabei. Mit dem Clip kann man das Messer schön am Gürtel positionieren. Die Scheiden sind praktisch und durchdacht. Man hat hier mehrere Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör oder das Ganze vielleicht noch an einen Techlock oder ein größeres Messer anzubringen. Und die Scheiden halten auch die Messer zuverlässig. Und ganz wichtig, geräuschlos. Kommen wir einmal zu den technischen Daten des W-Mini. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 140 mm, eine Klingenlänge von insgesamt 54 mm, eine Klingendicke von 2,4 mm, ein Gesamtgewicht von 97 Gramm. Die Klinge ist aus D2-Stahl gefertigt, ist sehr schnitthaltig und out of the box rasiermesserscharf. Mein Modell hier ist mit grünem TPE-Griff und geschwärzter Stonewash-Klinge. Das W-Mini Scandi hat ebenfalls eine Gesamtlänge von 140 mm, eine Klingenlänge von 54 mm, eine Klingendicke von 2,4 mm und ebenfalls ein Gesamtgewicht von 97 Gramm. In dem Fall hier mit schwarzem TPE-Griff und einer unbeschichteten Klinge. Diese unbeschichtete Klinge hat einen kleinen Vorteil gegenüber der anderen. Der Klingenrücken ist leicht angeschärft. Das heißt, mit diesem Messer hier können wir auch einen Feuerstahl betätigen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was macht man mit so kleinen Messern, dann natürlich alles, was man draußen macht. Also ich benutze sie zur Essenszubereitung. Zum Beispiel mal einen Apfel schälen oder ein Stück Wurst schneiden. Aber ihre Stärke liegen tatsächlich in Schnitzaufgaben. Der Griff hat für mich genau die richtige Länge. Ich habe eine Handschuhgröße von ungefähr 9,5 und das Messer passt super herein. Ich bekomme alle vier Finger an den Griff. Und auch das Volumen vom Griff ist groß genug, um es sicher fassen zu können. Somit ist natürlich sichergestellt, dass ich unwahrscheinlich viel Kraft auf diese kurze Klinge bringen kann. Zusätzlich kann ich natürlich den Daumen noch auf die Klinge legen, um das Ganze noch zu verstärken. Für mich ist die W-Mini-Serie die idealen Schnitzmesser. Egal ob feine Arbeiten oder richtig Material abtragen. Eben einen relativ dicken Haselstock anspitzen, ist gar kein Problem.
Mit beiden Messern macht das Schnitzen Spaß und man bekommt auch ordentlich was weggearbeitet. Für welche Klingenform man sich entscheidet, ob man sich für das W-Mini oder das W-Mini Scanny entscheidet, das obliegt deinem persönlichen Geschmack. Du kannst natürlich auch einfach haben und kannst hier einfach beide kaufen. Mit unserem Community-Code SED10 bekommst du auch nochmal 10% Rabatt aufs komplette Sortiment von Odenwolf. Hier seht ihr nochmal den Feuerstahl, den mitgelieferten. Und ich benutze jetzt das W-Mini Scandi. Ja gut, dann muss erstmal die Beschichtung ab. Aber wenn die Beschichtung erstmal ab ist, bekommt man damit auch einen Funken. Ja, meine Freunde, das war schon wieder von heute. Ich hoffe, meine Messervorstellung hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like und Kommentar freuen. Falls noch nicht passiert, abonniert auch den Kanal kostenfrei, um das nächste Video nicht zu verpassen. Abonniert auch die Glocke. Ich bin fürs Erste raus. Bis bald im Wald, euer André.